Du bist kein YouTuber und hast Bock auf Sportwagen? Du sehnst dich nach Platinketten und teuren Designerklamotten? Du willst monatlich 10, 20, 30, 40.000 Euro verdienen? Du willst auch endlich ein Alphatier sein, ein Macher und ganz oben ankommen? Dann verkauf heute noch deinen Arsch auf wirverkaufendeinarsch.de. Worauf wartest du? Einfach ein Bild von deinem Arsch hochladen und heute noch ein Angebot bekommen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, ich habe hier das schwarze Hyundai Coupé hinter mir. Und heute war der Tag der Aufbereitung. Und ich muss ernüchternd sagen, die Substanz, was den Lack angeht, ist eigentlich schlimmer als ich dachte. Ich habe den Wagen ja bei Regen gekauft und da sah es jetzt nicht ganz so schlimm aus. Es hat die ganzen Tage lang eigentlich geregnet, der Wagen war eigentlich nie sauber. Und ich dachte, dass man das eine oder andere auf jeden Fall rauspolieren kann. Ich zeige euch auch gleich mal die bösen Stellen von diesem Fahrzeug. Und dann müssen wir dementsprechend entscheiden, wo es mit diesem Fahrzeug hingeht. So, der Aufbereiter, der auch meinen 7er und den 3er gemacht hat, hat heute ungefähr 5-6 Stunden hier dran gewerkelt und hat mir mitgeteilt, dass der Lack leider nicht so gut ist, dass man ihn anschleifen kann und durchpolieren kann. Wir haben hinten, ja, ich hoffe, man kann es sehen, so genebelte Radläufe. Hier wurde mal wahrscheinlich gespachtelt, Rost versucht zu entfernen. Also der Radlauf war vorher wahrscheinlich in einem schlechteren Zustand. Die Seite selber geht. Hier sah es auch böse aus, aber das geht lacktechnisch. Der Lack ist trotz Politur immer noch ein bisschen stumpf. Und ja, kommen wir mal zur Haube. Wir haben auf der Haube diverse Klarlackabplatzer, wo irgendwie mal was drüber gepinselt wurde. Und die ein oder anderen Steinschläge. Hier vorne haben wir einen weg an der Stoßstange. Hier irgendwelche Berührungspunkte mit Bordstein oder ähnlich. Die Seite geht. Und auch dieser Kratzer hier, normalerweise schleift man das an oder schleift es auf jeden Fall schön stumpf und dann poliert man es auf, aber da der Lack so eine desolate Oberschicht hat, macht das nicht viel Sinn bei diesem Fahrzeug und man muss auf jeden Fall mit einigen Schönheitsmängeln leben. Auch hier sehr komische Lackstruktur. Kommen wir mal zum Innenraum. Wir haben hier ein etwas bräunliches Leder, sonst hätte man das mit dunkler Lederfarbe hier auftupfen können, aber speziell diesen Ton zu treffen, da muss man wahrscheinlich was bestellen, um diesen Sitz zu bearbeiten. Man kann ja Sitze, Ledersitze lackieren, aber so aus dem Stegreif ohne Material wird es hier schwierig. Hier vorne hatten wir Softlack-Abnutzungen. Das wurde auf jeden Fall beseitigt. Ansonsten ist der Innenraum sauber und der Dachhimmel wurde auch gereinigt. Da war natürlich diverser Dreck drauf nach so vielen Kilometern. Ja, Fußmatten hatte ich bestellt. Jetzt mal Tacheles. Finanziell, Bodykit bei diesem Fahrzeug lohnt sich so nicht. Weil wir würden so viel Geld investieren, das würde sich im Leben nicht rentieren. Und die Minuszahlen wären viel zu hoch für dieses Projekt. Es wird klar, dass da ein kleines Minus später stehen wird, weil Tuning lohnt sich nie. Und Tuning wird auch später nicht über den Preis wieder zurückerzielt. Ich habe folgenden Vorschlag. Ich kümmere mich ein bisschen um die Technik. Das heißt, hinten Stoßdämpfer sind auf jeden Fall fällig. Im November ist TÜV abgelaufen. Wir machen den Wagen TÜV fertig, dass er wieder frischen TÜV bekommt, dass er technisch gut dasteht. Ölwechsel, Zündkerzen, Filter. Und dann würde ich sagen, machen wir uns Gedanken, ob wir einen Lackierer dran lassen, die schlimmen Parts lackieren lassen. Und dann habe ich gesehen, es gibt
Es gibt, dann habe ich gesehen, es gibt so Lippen für die Frontstoßstange, weil die Frontstoßstange selber finde ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Gerade auch mit den schwarzen Scheinwerfern sieht das ganz gut aus. Ja, mal vernünftige Alus drauf ballern. Ich würde auf jeden Fall das breiteste, was geht, vorschlagen, weil hinten sieht das schon sehr räudig aus mit den Felgen. Ich zeige euch mal die Originalbereifung. Also wenn man so auf den Arsch drauf guckt und dann so Räder drauf fährt, Originalbereifung sieht einfach aus wie so ein Reserverad. Was ich mir ebenfalls vorstellen könnte, ist so eine Designfolie drauf zu machen. Ich kann ja mal ein Beispiel einblenden. Der Spoiler muss auf jeden Fall höher, um so ein bisschen dem Ganzen die Linie zu geben. Wenn die Schlappen drauf sind, große 19 Zoller, jetzt haben wir 17, sollten die Radgehäuse auch ausgefüllt sein. Die Tiefe ist eigentlich okay, obwohl er vielleicht so 3 cm tiefer könnte. Aber wenn wir vorne mit einer Lippe arbeiten, dann reicht das eigentlich vollkommen aus. Ich glaube, so wie ich das jetzt in Erfahrung bringen konnte, hat der Wagen immer noch die Originalstoßdämpfer und die Originalhöhe. Und ich muss sagen, für die Serie ist das schon okay für einen Sportwagen. Da hinten muss auf jeden Fall schwarze Folie drauf. Das muss gecleant werden. Also der Heckscheibenwischer muss weg. Und die Embleme müssen weg. Wer mir sagen kann, ob das hier gesteckt oder geklebt ist, gerne mal in die Kommentare. Ja Leute, eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft durch die Aufbereitung. Aber der Lack ist wohl wirklich nicht in einem guten Zustand. Auch hier wurde mir abgeraten, Geld weiter rein zu investieren, auch aufgrund der Laufleistung. Mich würde an der Stelle mal interessieren, was ihr meint, was ich bezahlt habe für dieses Fahrzeug. Mit 297.000 Kilometern gelaufen. Die Daten könnt ihr alle aus dem ersten Video entnehmen. Der Wagen ist überwiegend auf Autobahn gefahren worden, deswegen der hohe Kilometerstand. So ist die Aussage vom Vorbesitzer. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das Ding hier 300.000 durch die Stadt geballert wurde. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie habe ich dennoch Bock auf diese Karre. Zumindest ein paar Sachen zu verändern. Und ich werde, glaube ich, nicht ganz so schnell aufgeben. Es sei denn, der Chat sagt, komm, lass die Finger davon. Also, haut mal in die Kommentare eure Meinung rein. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr Bock habt an so einem Update-Video. Was momentan an Projekten wo steht. Was ich schon verraten kann, ist, dass das nächste Video über den E38 gehen wird. Da sind diverse Teile gekommen. Und das Projekt E38 fängt dann so richtig an. Ich hau auch dann den Termin im nächsten E38 Video raus für die Sternhimmel-Aktion, wo Leute aus der Community mit dazukommen können. Das Ganze wird dann bei mir auf dem Hinterhof stattfinden und da freue ich mich schon richtig drauf, auch den einen oder anderen mal live kennenzulernen. Wie so ein V6 klingt unter Last in der Fahrt, das werden wir gleich mal auschecken. So, ich bin jetzt wieder bei mir. Jetzt pass mal auf. Guck mal die Antenne. Digga, fix seine Mutter, wer das erfunden hat. Haben die keine Ehre, die Leute? Haben die keine Ehre, dass sie sowas machen? So, meine Freunde. Das war's auch schon mit dem Video. Kurz knackig für einen Mittwoch. Hyundai Coupé, noch lebt da. Ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann am Wochenende zum nächsten Video, wenn es heißt Ich freue mich. Bis dahin, Hinterhof Jargon. Peace out. Peace out.